Das sieht so falsch aus auf so vielen Ebenen. Ja, wir sind wieder zurück in Solar Smash. Und ich würde sagen, wir machen uns heute einen Geisterdonut. Das klingt interessant. Zumindest klang es in meinem Kopf halt irgendwie interessant. Planet Smash, rein hier. Weil wir haben ja das hier alles noch freigeschaltet. Na klar, das ist the normal Donut. Das heißt, wir brauchen... Also, so ungefähr versuche ich das mal hinzukriegen. Nicht sicher, ob ich es auch so hinkriege. Also müssen die, bam, Geisterwelt gehen. Wie war das gleich wieder? Ich glaube, einfrieren, glaube ich, kannst du, glaube ich, gar nicht, oder? Wo war einfrieren da? Ging das überhaupt? Warte mal. Okay, das ging auf jeden Fall nicht. Mit Le... Lol, bin ich anscheinend auf, auf die Taste kommt. Egal! Also... Machen wir so. Und so. Ja. Wir haben was getan. So, das war also Donnerplanet. Dann können wir ja in den anderen wechseln. Nee, eigentlich nicht. Also, wir machen so. Das ist noch ein viel zu kleines Loch. Warte. Kann ich das noch ein bisschen größer machen? Vielleicht auf 3? Ja. Es wird. Nur kurz ein Zeitlupe, wie schaut das aus? Okay, das sieht eigentlich in Zeitlupe auch ziemlich cool aus. Also ich will ungefähr, also mein Plan ist eigentlich bis so. Das wäre eigentlich so der Plan, dass man so durch... Das sieht so falsch aus auf so vielen Ebenen. Oh, das sieht so falsch aus. Oh, God have mercy. Okay. Machen wir mal, dass es nicht mehr so falsch aussieht. Warte. Das darf nicht so falsch aussehen. Yeah. Es sieht nicht mehr falsch aus. Also, wie habe ich gesagt, bis hier oben will ich das haben. Ja, vielleicht kriegen wir es so halbwegs hin, so einen Geister-Donut. Vielleicht auch nicht. Also, alle hopp. Schade, dass ich halt nicht den Wumms erhöhen kann, weißt? Wenn ich den halt erhöhe, dann, ja. Nicht, dass ich mal den jetzt mir kaputt mache. Das will ich halt auch nicht. Hi, Sonne. Okay, doch, das geht noch. Das ist so gerade so noch an der Grenze des Machbaren. Also. Muss ich halt nur kurz aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel wegmache. Eigentlich vorher war das fast schon perfekter Donut. Fast schon. Aber egal. Das kriegen wir auch so hin. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Das sollte schon gut aussehen, weil das muss ja optisch auch was hermachen. Oh. Da hinten ist zu offen, da vorne ist zu. Das ist natürlich blöd. Das heißt, ich muss hier ein bisschen mehr machen. Das ist halt einigermaßen... Oh, jetzt habe ich ganz kaputt gemacht. Ich habe kaputt gemacht! Warte, neu. Bam! Zack. Es kann eigentlich gar nicht so schwer sein, einen simplen Geisterdonut zu machen. So, ja, okay. Das ist von der Richtung noch. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Oder stelle ich mich gerade nur an wie der erste Mensch. Kann auch sein, dass ich mich einfach gerade nur anstelle wie der erste Mensch. So wäre es einigermaßen. Ja. Glaubt einfach mal, das ist ein Donut. Glaubt es einfach mal. Glaubt das einfach, dass es ein Donut ist! Geht doch, ja. Und hier ist wieder viel zu offen, weißt du? Da muss ich gleich husten. Ja, da muss man gleich mal husten. Weißt du, hier ist viel zu offen. Und da ist... Weißt du, das muss jetzt hier wieder anpassen. Weil es sonst scheiße aussieht. Also das sieht nicht nach einem Donut aus bei Any Stretch of the Imagination.
Machen wir kurz so. Oh, ich will da nicht reinfeuern in die Sonne. Minot, Wand! Das ist eigentlich gar nicht so leicht, irgendwie so einen Donut zu machen. Ich meine, ja, klar, ich könnte auch einfach nur die Donut-Welt hernehmen. Aber dann hast du halt keinen Geister-Donut. Naja, da habe ich viel zu wenig Wumms, wenn ich jetzt seinen Halb mache. Ja, also das wäre so... Ja, wobei, das wäre eigentlich so... Weißt du, hier ist wieder zu offen, weißt du? Das ist gar nicht so einfach, ganz ehrlich. Das ist... Bro, ist es. Dass es halt einigermaßen nach was ausschaut. Ja, wobei, jetzt kommen wir langsam hin. Wir kommen langsam hin und wir machen ein Donut. I do not want this. Aber, ja, das muss halt immer von beiden Seiten aus machen. Immer schön das Loch größer machen. Das ist halt nicht so Ja. Es sieht nicht so toll aus, wie ich es eigentlich erwarte. Und ich will halt nicht den Bums auf mehr einstellen. Das will ich halt auch nicht. Aber das könnte jetzt einigermaßen sogar was werden. Könnte. Und dann passen wir hier das Ganze wieder an. Ich glaube, jetzt habe ich den Trick raus. Ich habe den Trick raus, denn ich habe die Macht. Über diesen Strahl. Nein, ich bin kein He-Man oder so. Ich mache das aber eh hier, gell? Von dem her. Kann man das teilweise schon als Donut gelten lassen? Ja, eigentlich nicht. Das muss halt noch viel... Ich meine, und ich bin ja schon auf Beschleunigung drin, ne? Von der Seite würde ich schon fast... könnte ich fast als Donut deklarieren. Ich würde am liebsten gerade noch mal mehr Wumms hinzugeben. Aber ich habe irgendwie Angst, dass das nach hinten losgeht. Wobei... Vielleicht, aber auch nur vielleicht... Also, es wäre so... Von hier aus würde ich sagen, okay, kann man so anbieten als Donut. Bäh. Könnte man theoretisch gesehen anbieten. Weiß ich, schaue nur, dass ich das ein bisschen noch fein justiere. Weil ich weiß genau, ich mache es noch mehr kaputt. Ja, aber das... Ja, doch, im Entferntes kann man es jetzt schon eigentlich als Donut zählen. Oder kann man das so zählen? Ich würde es fast gelten lassen, weißt. Ja, ich weiß, ich nehme gerade ein bisschen heftigeren Strahl her. Auf die Gefahr, dass ich meinen Donut jetzt ganz kaputt mache. Auf die Gefahr hin, dass der kaputt geht. Ist mir egal. Lalalalala. Ich glaube, ich bin sogar am überlegen, ob ich das jetzt vielleicht lieber so lassen sollte. Weil ich mache ihn, glaube ich, jetzt vollends kaputt. Ach, ja, ich habe jetzt ganz kaputt. Also, von der Perspektive aus sieht es für mich in Donuts. Das lasse ich jetzt gelten. Einfach so, weil ich kann. Dann machen wir Donut kaputt. Essen passen! Ja, Essen passen! Ja, die essen mit den Fäusten, weißt du? Die haben eine andere Art der Nahrungsaufnahme. Okay. Und damit lasse ich es gut sein mit Solar Smash. Jetzt haben wir teilweise einen Geister-Donut hinbekommen. Ich glaube, da gab es auch in letzter Zeit kein Update mehr zu dem Spiel. Aber wenn mal wieder eins kommt, schaue ich es mir auf jeden Fall wieder an. Ich finde es halt so eigentlich ganz witzig, das Spiel. Aber es gibt halt aktuell, glaube ich, nichts, was ich da noch machen könnte. Aber damit lasse ich es gut sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und man sieht es im nächsten Video wieder. Macht's gut.